Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei täglich grüßt das Murmeltier. So, Moment. Wir holen uns hier das hier ab. Das Gespräch hier mit denen. Was ist hier los? Was geht hier vor? Wir haben einen Kumane. Wie? Und seh, dass er ein Kumane ist. Zu meinem Glück. Gut. Was habt ihr jetzt? Was gut. Interessant. Noch mit ihm reden? Ich hätte eine Frage. Interessant. So, Brennnesseln. Stimmt. Das haben wir ja nicht mehr gemacht. Warte, wir sammeln einfach alles auf. Die Brennnesseln alle sammeln und dann... Ja, wir müssen. Denn sonst haben wir zu wenig davon. Wir müssen plus minus wieder das gleiche machen wie letzte Folge. Nur diesmal sind wir ein bisschen schneller, weil wir wissen, wohin wir gehen. Was wir machen müssen. Verdammt, und vielleicht habe ich die Heimlichkeit hochgeskillt gehabt. Gut, und hier Brennnesseln? Okay, gut. So. Brennnesseln genug. So, sehr gut. Die Triche. Oh, scheiße, die sind ja auch schwer. So. Sehr gut. Nun dann, was haben wir noch? So. Also das macht uns wesentlich leichter und wir können somit ein bisschen mehr tragen. Haben wir in der letzten Folge auch gemacht. Und dann natürlich das Nahrungsmittel, das Hasenfleisch auch rüber. Sonst haben wir nichts mehr. Vielleicht das Kettenhemd anziehen. Machen wir später. So. Ja. Also gut. So. Wir bleiben diesmal auf der Straße und reiten nach Sasau. Zu unserem neuen Freund. Gut. Verdammt, und jetzt müssen wir nicht die ganze Zeit auf die Karte schauen. Wir wissen ja, wir werden da ankommen. Eieiei. Und ich glaube, ich brauche einen Retterschnaps. Wir müssen wohl eins kaufen. Wenn ich so drüber sehe, wir haben 1.800. Also können wir uns so ruhiger etwas gönnen. Dann zwei auf einmal. Der Bogenschütze muss ich wegknatzen, aber wir brauchen Retterschnaps, damit wir speichern können. Okay, wir sind schon wieder da. Diesmal hat uns das so nicht gerade lang, nicht viel Zeit gekostet. Wir machen es einfach. Bis wir zu einem Kreuz kommen, dann müssen wir abbiegen, oder? Ja. Genau, sollte gleich da vorne sein. Sehr gut. Gut. Jetzt hier rein da.
Bist du? Bürger? Warte, junge Maid. Scheiße. Bist du der Bürger? Scheiße. Ich dachte, wir kommen rechtzeitig genug. Okay, Würfel spielen. Beste Grüße. Dann machen wir... Lust, dich im Würfeln zu probieren? Okay, wir... What? Doch nicht so hoch. 3 Groschen. So. Also, was behalten wir? Würfel beiseite legen. Und wie ging das mit... Moment. G, Würfel erneut mit F. Moment, was? Ich muss... Okay, Moment. Ich muss 3 auswählen, oder wie? Heute ist mein Glückstag, ich spür's. Was ist mit dir? Ja, Moment. Machen wir es so. Also, ich kann... nur passen, wenn ich sie... Okay. Kein Glück. Das war's für mich. Warum kann ich nicht auf die Seite legen? Punkten weiterfahren geht nicht passen. Hä? Er hat 75, also 750. Er nimmt vorbei. Er muss mir die Regeln nochmal später ansehen. So ein Pech! Okay, hä? Okay, Punkten fortfahren oder Punkten behalten? Punkten behalten. Mal sehen. Warum kann ich das nicht, hä? Warum ist das ausgegraut? Das war's. Nein, besser nicht. Haha.
So und so und jetzt geht's. Jetzt kann ich F klicken. Keine Ahnung. So, behalten. Unten fortfahren. So, so und F. F kann ich wieder nicht klicken. Aber der Typ vorhin konnte die ganze Zeit... Aber jetzt kann ich, wenn ich das behalte, kann ich fortfahren? Ah. Verstehe ich nicht, aber okay. Er wird gewinnen, aber gut. Mal sehen. Bin fertig. Verdammt. Hallo, Heinrich. Hallo. So, wir setzen uns und warten wieder eine Zeit ab. Und zwar wieder 5 Stunden. Verdammte Scheiße. Und zwar das Würfelglück nicht hold. Ah. So, jetzt wird's langsamer. Gut, gut. Ich muss mir die Regeln nochmal ansehen. Also einen Topf essen, damit wir ein bisschen volle Gesundheit haben. Und so, Pebbles. Rüber mit dir. Oder auch nicht. So. Das ist ja gleich hier um die Ecke. Genau da. So, öffnen und nach oben gehen. Meister Jerome. Gott sei mit dir. Auch mit dir. Die Herren von Wirt, wie kurz gesagt hat sich der wir hätten hier und gäbe es. Natürlich werde ich den. Warum die offen oder unter der Erde? So, gut, das haben wir. Wir gehen jetzt noch kurz zu der Schenke. Wir kaufen uns, sagen wir mal, paar Tränke. Ich hoffe mal, der hat Retterschnaps dabei. Ah, verdammt. So, zuerst einmal absteigen und hier kurz waschen. Hier. So, und jetzt aufsteigen. Perfekt. Und raus da. Öffnen. Können wir jetzt rein? Ah, der Wirt. Guten Tag. Guten Tag. Braucht hier irgendjemand Hilfe? Gibt es hier in der Gegend Probleme, bei denen ich helfen kann? Nun... Kommt drauf an, was du so tun würdest. Bist aus Scarlet, nicht? Dann kennst du sicher Matthäus und Fritz. Den zwei müsste mal einer ein paar Manieren einbläuen. Treiben nichts als Unfug. Und die Leute haben die Schnauze voll von denen. Und da ist noch etwas. Hier kam vor kurzem ein Lump vorbei, aber wir haben uns um den gekümmert. Hat Reliquien verscherbeln wollen, die Wunder und was weiß ich alles bewirken sollen. Alles nur Tant. Die Leute haben den räudigen Schwindler so schnell davongejagt, dass ihm der Arsch in Flammen stand. Bis nach Ledetschko, glaube ich. Aber dort wird er auch nicht lange bleiben können. Und das ist noch nicht alles. Okay. Sicher braucht er in Scarlets Erfolg am meisten Hilfe.
Ein paar von denen hocken im Kloster. Hab mit Johanka geredet. Die schuftet sich die Finger wund und kümmert sich dort um die Verletzten. Ihr kämen, barmherziger Samariter, sicher mehr als recht. Mehr fällt mir nicht ein. Wow, noch gerade wenig. Lass uns handeln. Zuerst einmal. Aktuelle Kapazität. Gekochtes Hasenfleisch. Retterschnaps. Lalalala. Wir kaufen beides. Und was können wir bei ihm verkaufen? Was würde er uns gut abkaufen? Nichts, Warenkorb. Und zwar falschen. Lass uns über den Preis sprechen. Nun, versuchen wir's. Also wir sollen Fritz und Matthäus ein bisschen Manieren beibringen. Einverstanden? Das ist zu wenig. Gut, wie viel geht der runter? Aha, 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 okay. So? Du ziehst mir hier die Haut ab. Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. So. Endlich ja. Eine vernünftige Summe. Also 75 Groschen. Den Humpen hierher. 75 Groschen. Ja, ist ein halbwegs anständiger. Was, Moment, das ist die Schankmaid. Reden? Weiß sie etwas? Hat sie vielleicht etwas anderes als er? Speck, Schnaps? Nee, ich glaube, sie hat nur das gleiche wie er. So, im Kloster kann man also etwas machen. Wir haben ja Erste Hilfe ein bisschen geskillt. Moment. Ist das... Questgeber. Okay. Aber... Oh, fast vergessen. Wo sind meine Manieren? So. So, auf geht's. Und zwar volles Karacho. Gut, wir reisen hin und kloppen sie windelweich. Diese dreckigen Banditen. Jetzt regnet's, aber in der letzten Folge, als wir hier durchkamen, hat's nicht geregnet. Ah, okay. Gut, wir wissen ja, wo die Dreckskerle sind. Also plus minus. Dank Retterschnaps können wir uns besser verteidigen, oder? Also haben wir mehr Mut. So. So. Das einmal hier absteigen. Dann Spiel speichern. Zutaten. Ihr Bastarde. Die schlafen noch? Umhauen? Und töten. So. Oh. Okay. Bartaxt. Gut, schlafen will ich nicht. Plündern. Aha, Groschen, Jagdbogen, kleiner Schmiedeset. Alles nehmen. Martin Witzke. Plündern. Bunthaube, Groschen. Was war doch? Schloss knacken, ja gut. Aus dem Topf essen. Hier sind überall nasse Sachen.
Warum sind wir gerade im Kampf? Der Bandit da ist. Truhe der Banditen. Ja. Nö, 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 nö. Wir versuchen jetzt Schloss knacken. Also das einmal müssen wir da. Und jetzt die. Entriegelt. Es geht wesentlich leichter als früher. Also, braune Groschen. Glockenförmiger Eisenhut. Kettenhaube. Kompositionspanzerhandschuh. Rüstungsset. Schwarzes Schild. Es tut mir leid, aber es gehört jetzt alles mir. Finde den Monolithen. Moldavit, meine. So, zuerst einmal das. Unser Pferd herbeigerufen. Kann weg. Oh, der Bogen ist besser als den, den wir haben. Ist aber leider ein bisschen. Ja, bessere Werte braucht er. Pendale. Da dieser Streitkolben über scharfe, abgeschliffene Schlagblätter verfügt, kann man damit nicht nur würdige Hiebe austeilen, sondern seinen Gegner auch Schnittwunden zufügen. Wie die meisten anderen Streitkolben bietet er jedoch wenig Schutz und wird deshalb meist zusammen mit einem Schild verwendet. Schwarzes Schild. Freies Moment. Also schweres Schild ist besser als... Hä? Ein schweres Schild braucht mehr Stärke, Verteidigung, Charisma und so ist höher. Auch die Haltbarkeit. Und das Gewicht ist sogar leichter? Gut, ich muss es nicht verstehen, oder? So, das behalten wir vorerst. So. Bruxos. Bunthaube. Würde uns das ein bisschen mehr geben? Ja, und das ist 60, also. Oder das hier. Legen wir das an. Gefleckte Beinlänge weg. Weg. Das würde uns sogar ein bisschen mehr Schutz geben. Eins und so. Moment. 1-1-1. Probieren. Ah, verdammt. Ich wollte so. Schutz bietet es nicht mehr als was wir haben. Gut. Weg damit. Bringt das mehr Schutz? Als gewöhnliche Blechhaube. Gut. Dann kann das weg. 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 Das hier bringt mehr Schutz. Gut. Lederhandschuhe weg. Vielleicht. Warte, bevor ich das mache, sollte ich. Ah, verdammt. Sollte ich doch hier. Ein paar Sachen. Kleiner Rüstungsset. Und nein, hier. Zuerst das. Und das. Sehr gut. Der Rest kann ich nicht flicken, weil es zu hoch ist. Schmiedeset. Das, das. Und der Rest geht nicht mehr. Gut. Kleiner Schuster. Geht nicht. Set reparieren Gegenstand, bla. Variatit, okay. Alle Waffen, also wo waren wir? Das kann auch rüber. Rüstung.
So, die Beinlänge können weg. Das hier bringt nichts. Vielleicht tut auch. Und, der Pferd kann nichts mehr tragen. Huch, scheiße. Ist das vielleicht... Scheiße, wir können auch nichts mehr tragen. Okay, Spieler. Okay, Reparatur, Stufe 5, 4 meine ich. Das ist schon mal gut. Wir sind noch in Combat, heißt es. Aber mit wem? Ja, mit dir? Nein. Gut, Moment. Ich will nichts Gestohlenes dabei haben, wenn wir ertappt werden. Okay. Und aufsitzen. Also das war jetzt ein einfacher Kampf, aber um ehrlich zu sein, wir haben den einen im Schlaf überrascht und den anderen, ja, hat er sich noch nicht angezogen, also. Ja, ja. Der war schnell tot. Junge, ah gut. Dann mal los, mein Freund. Los, 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 los. Und mir kommt gerade in den Sinn, wir müssen bei Pesche vorbeigehen, um Sachen zu verkaufen. Wir haben ja jetzt ein paar gute Sachen. Manche werden ja gestohlen sein, also... Das wird schon gut gehen. Er kauft uns ja alles ab. Und hopp. So, oh, 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 ganz ruhig, mein Pferd. So. Wir sind jetzt beim Kloster, oder? Ja. Also, wo ist der Schnellreisepunkt? Ah, da unten. Du hast entdeckt, Vorplatz des Klosters. Sehr schön. Schnellreisepunkt, sehr gut. Moment, gibt es hier auch Händler? Ah. Ein Schleifstein und anderes solches Zeug. Das ist alles schön und gut. Habe ich nichts. Aber wir müssen hier vorne noch schnell was erledigen. Und er wird uns sicher fragen. Scheiß Treppe. Glaub's ja nicht. Wie? Weil ich zu schwer bin, kann ich im Moment nicht hoch hüpfen. Aber das ist doch nicht Sinn der Sache. Das ist doch nicht Sinn der Sache einer Treppe. Also, tut mir leid, Warhorse, aber fix das mal. Eine Treppe sollte man hochlaufen können, ohne Probleme. Na endlich. Und nicht die irgendwelche so Scherereien haben. Glück und Gesundheit. Wegen des Mono... Der Moldavid, über den wir sprachen. Genau. Ja, gibt es etwa Neuigkeiten? Ich habe Wisek gefunden. Er setzt den Stein durch einen anderen. Ich bin mehr Zeit hier. Ja, ich habe Händler Vizek gefunden. Eigentlich eine gute Nachricht, doch warum sehe ich ihn nicht an deiner Seite? Weil es eine schlechte ist. Er ist tot. Heilige Maria!
Er war ein guter und respektabler Mensch. Ich werde für ihn beten. Wie dem auch sei, lass mich einen Blick auf den Stein werfen. Natürlich, hier. Natürlich, hier ist er. Ausgezeichnet, er sieht unversehrt aus. Ich mache mich an die Arbeit. Morgen Abend kannst du das fertige Diadem abholen. Morgen Abend? Okay. Morgen Abend. Zum Glück können wir ja zum Kloster Schnellreise. Wir können nicht Schnellreise machen, weil wir überladen sind. Ich wollte gerade zu Pesche gehen. Okay. Gut. Inventar. Pferd. Waffen. Okay. So. So. Moment. Bevor ich es vergesse. Rüstungsset. Kleine Schmiedeset. Ich kann nichts reparieren. Okay. Ja. Vitus? Guten Tag. Lass uns handeln. Ich würde gerne Sachen verkaufen. Dein Vermögen 400 hat der. Okay, Moment. Waffen. Gut, gut. Das nicht. Langbogen. Schwarzes Schild. Rüstung. Sehr gut. Verzierte Ritterstiefeln. Sind aber nicht so gut wie meine. So, Nahrung. Man kann auch Nahrung zu verkaufen. Bei den Waffen nichts mehr. Okay, gut. Und jetzt falschen. Lass uns über den Preis sprechen. Nun, versuchen wir es. Wir gehen auf 200. Ja. Sind wir uns einig? Du bist ein Knauser. So? Mein letztes Angebot. Das klingt interessant. Ein bisschen weniger und ich bin zufrieden. So? Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Sehr gut. Also, wir haben Sachen verkauft. Rüstung. Nein, Waffen. Wir haben alles verkauft, was wir... Was ist denn dann so schwer? Schaufel... Flammisches Stoffe, gut, kann rüber. Leinenstoff. Wollstoff. Ja, gut. Rüstungsset. Gut. So, 2. Wir sollten jetzt wieder leicht genug sein zum Reisen. Gut, das... So, gut. Den Rest verkaufen wir bei Peschek. So, und jetzt, da wir den Schnellreiseort haben... Dechko, nein, wo ist... Hier. Und jetzt reisen wir. Sattheit, Energie. Überfall auf dem Weg. Meiden, spielen. Überfall auf dem Weg, Erfolg.
Okay. Du bist tot! Ja. Hier wischst du mir den Arsch ab! So, einmal Gunda. So. Wow. Okay, zuerst einmal hier. Herrgott! Au! So. Und ab. Nimm das! Also, zuerst einmal... Oh je, hat das wehgetan! Au! Scheiße. Okay. So, leck mich doch. Okay. Gut. Also, kurz durchatmen. Jetzt bist du am Arsch. Einmal hier, einmal so und... Gnade. Reden. Ihn einfach so ziehen lassen, unbewaffnet ziehen lassen. Kampf fortsetzen. Ihn nur ziehen lassen, wenn er zahlt. Kampf fortsetzen. Mir ist nicht nach Reden. Du bist tot. Bastard! So. Scheiße, okay. Er haut extrem weit weg. Ja, also er geht extrem weit weg. Aber gut. Seine Kumpanen. Aha. Wir müssen alles mitnehmen. Es wird alles verkauft. Auch bei dem hier. Hat die Axt, aber ich will das da. Morgenstern. So, was hat der. Was hat der für eine Waffe? So ein Knüppel, oder? Eine Dornenkeule. Oh. Na, scheiße. Okay. Und nehmen. Ja, Yang. Eine weitere Stufe. Plündern. Alles mitnehmen. Sehr gut. 21, gut. So, aufsitzen. Und dann müssen wir wieder Sachen loswerden. Oh, die Fackel wollte ich nicht drüber. So, Inventar. Mein Pferd kann nichts mehr tragen. So, wenigstens haben wir die hier getötet. Aber was ist mit dem Quest hier? Hasenfleisch. Das kann ich rüberschieben, oder? Okay, Pferde, gib mir etwas Schweres. Gut, ich nehme es rüber zu mir, aber dafür wegen der roten Hand. Ich will nicht, dass man mich damit erwischt. So. Wow. Sehr gut getroffen. Okay, Moment. Gut. Zu hoch. Ah, scheiße. So, wenn ich mich ranpirsche. Nein.
Perfekt. So, die Pfeile. Zerbrochener Pfeil. Okay. Natürlich alles mitnehmen. Und irgendwo hier war doch... Ja, da ist er ja auch schon. Sehr gut. Das ist Nahrung. Hier. Und rüber damit. Ich habe wieder null. Aber das ist ja nicht schlimm. Wir wissen ja, wo unsere Sachen sind. 67 sollten wir schon haben. Oh, und da ist ja einer direkt vor uns. Oh, knapp daneben. So, nochmal. Ah, scheiße. Er hat uns gesehen. Also, was heißt hier gesehen? So. Jagdpfeil. Die anderen Jagdpfeile sollten hier sein. Extrem schade. Ich muss wirklich noch mehr üben. Was ist das? Okay. Gut, ist irgendwo sonst noch ein Hase, der einfach nur so dasteht? Ja, da. Warum? Ja, getroffen. Zerbrochener Pfeil. Gut. Wir haben... Es war doch gerade hier. Es ist irgendwo runtergekullert. Ah, hier. So, 23. Da drüben. Scheiße, kurz daneben. So. Was? Nicht getroffen? Das kann nicht sein. Okay, nochmal. Ah, oh, viel zu niedrig. Es lebt noch. Zu hoch. Das wollte ich nicht. Ja. Agilitätsstufe erhalten. So. Ich weiß nicht, wie viele von denen ich schon verbraten habe. 19 nur. Ja. So, ich will die Jägerpfeile hier. So, sehr gut. Und hier. Im Moment sehe ich keine anderen. Okay. Das war's. Ich kann das wegpacken. Komm her zu mir. Sehr gut gemacht. Und jetzt müssen wir das Hasenfleisch rüber. Wie viel? Verdammt. Gut, rüber. Spieler. Ja, das geht. Haben wir dann im Kampf ein Punkt mehr? Schwert. Gut. Falsche Schneide. Stumpfer Schlag.
Ich bin ja im Moment auf Langschwert, Fellertechnik. Moment. Okay, das hier. Streitkolben sollte ich auch mal in Betracht ziehen, es anzumachen. Trägerfass und so weiter. Hauptstufe sind wir noch nicht weiter hoch. Agilität, oder? Agilität 6, das ist gut. Aber das nächste ist... So. 8, Stufe 8. Wir sind erst bei 6. Gut, aufsetzen. Und wenn ich so auf die Uhr schaue, würde ich sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten... Bevor wir gehen... Sonst vergesse ich das noch. Alles andere kann ich nicht. Kleiner Schmiedeset. Hier. Janusz Bogen. Hier. Und der Rest ist noch zu viel. Und Schuster-Set. Der Rest ist auch zu viel. Gut. Müssen wir in Ledetschko? Haben wir nicht in Ledetschko eine neue Aufgabe? Nein, noch nicht. Der Kumane und so weiter und so fort. Gut. Hier können wir nicht hinreiten. Auch wenn wir auf einem Pferd sind, der uns hinführt. Würde ich aber sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.